In diesem Video geht es um den Aufbau und die Funktionsweise eines Frequenzmultiplizierers. Frequenzmultiplizierer werden beispielsweise in Synthesizern oder in allgemeinen Schaltungen der Nachrichtentechnik verwendet. Häufig ist es einfacher, niedrigere Frequenzen zu produzieren und diese dann mit einem Frequenzmultiplizierer entsprechend zu erhöhen, als direkt eine Schaltung zu entwickeln, die sofort in einem Schritt die höheren Frequenzen produziert. Wie so etwas aussieht, schauen wir uns einmal in PSPICE an. Wir haben hier eine Schaltung, mit der man Frequenzen multiplizieren kann. Basis dieser Schaltung ist ein normaler Class C Verstärker. Und ein Verstärker sorgt einerseits für die Verstärkung, gewollt, andererseits in den meisten Fällen auch nicht gewollt, für eine Verzerrung. Das heißt, ein Verstärker verzerrt normalerweise das Eingangssignal, sorgt dafür, dass höhere Frequenzen auftauchen und dieser Effekt wird in dieser Schaltung genutzt. Und zwar dahingehend, dass dann diese höheren Frequenzen entsprechend herausgefiltert werden und an den Ausgang gegeben werden. Zur Filterung dieser höheren Frequenzen, das heißt der höheren harmonischen Wellen, die man bekommt, haben wir hier oben diese LC-Schaltung, quasi diese Parallelschaltung aus L und C, ein Bandpass, und für hohe Frequenzen leitet dieser Kondensator, sorgt also dafür, dass ich einen Kurzschluss habe. Für sehr niedrige Frequenzen leitet die Induktivität, und dazwischen gibt es eine Frequenz, bei der dieser Widerstand dieses LC-Gliedes maximal ist. Diesen Widerstandswert oder diese Frequenz kann man berechnen, und zwar mit der Formel, ich rufe mal den Taschenrechner auf, mit der Formel 1 durch 2 Pi mal Wurzel L mal C, das ist die Thomsonische Schwingungsformel. Ich gebe hier also nochmal die Induktivität ein, also 0,001, das ist 1 Millihenry. Und das Ganze multipliziert mit 23 Nanofarad, also mal 10 hoch minus 9, gleich, und das sind dann ungefähr 33 Kilohertz. Und diese Frequenz, 33 Kilohertz, ist auch automatisch eine harmonische dieser Eingangsfrequenz, weil diese Eingangsfrequenz eben genau zu 11 Kilohertz gewählt worden ist. Das heißt, wenn ich hier eine andere Eingangsfrequenz hätte, dann müsste ich entsprechend hier oben auch meinen LC-Filter anpassen. Okay, ich simuliere einmal die Schaltung, mache den Taschenrechner einmal zu, simuliere die Schaltung, zunächst einmal die Transientenanalyse, und dann sehe ich, es dauert ein wenig, bis die Ausgangsspannung sich eingeschwungen hat. Ich zoome mal in das Ergebnis hinein, wähle hier mal so eine Schwingung aus, und dann sehe ich hier, ich habe hier die Eingangsschwingung, die Eingangsspannung mit einer Frequenz von 11 kHz und hier in Rot entsprechend die Ausgangsspannung mit 33 kHz. Das Ganze kann ich mir auch nochmal als AC-Simulation angucken, das heißt, ich lasse mir das Ganze mal anzeigen über die Frequenzachse, und dort sehe ich jetzt, dass wir genau bei 33 Kilohertz entsprechend dieses Ausgangssignal haben. Das heißt, mit dieser Schaltung, mit diesem Class C Verstärker plus entsprechend dieses LC-Lied hier am Kollektor, haben wir die Möglichkeit, eine Eingangsspannung in der Frequenz zu multiplizieren. Das heißt, wir nutzen die Verzerrung eines Verstärkers aus, um entsprechend höhere Frequenzen zu bekommen, und wählen dann über dieses LC-Glied genau die gewünschte Frequenz aus. Das heißt, wir haben in dieser Schaltung zwei Vorteile. Zum einen die Verstärkung und zum anderen auch die Multiplikation der Frequenz.